Leute von heute, was geht? Herzlich willkommen jetzt hier zu einem weiteren Update-Video-Gameplay, kann man sagen. Ich stelle hier mal die Skins vor. Die neuen Skins sind am Start. Ich zocke jetzt hier mit der Angriffsklasse der 41. Spee-Bataillon, heißt sie, glaube ich. Und Aufklärungsdivision ist das von der 212. Wenn mich nicht alles täuscht, werde ich später nochmal nachschauen. Und natürlich die Frage des Tages heute an euch. Welche Skin... Oder welchen Skin, beziehungsweise welche Skins findet ihr am besten? Und welche Skins findet ihr nicht so toll? Oder welchen Skin findet ihr nicht so toll? So, da ist der erste Kill. So kann man eigentlich in die Runde starten. Oh, nice. Wir werden gucken, ob wir General Skywalker nehmen können. Den Skin von Anakin Skywalker, wer hätte es gedacht. Ja, den neuen Skin von Annie. Den mal testen. Aber das kann ich euch leider nicht versprechen. Weil die Offizierklasse macht immer die meisten Punkte. Und die werden wahrscheinlich schon auf Anakin schwitzen. Weil der ist immer noch der Auserwählte für viele. Und immer noch die erste Wahl. Obwohl er runtergepatcht worden ist, ist er immer noch ziemlich gut. Meiner Meinung nach. So, da sind jetzt mehrere auf ein. Also 41. Spee-Bataillon und 212. Aufklärungsdivision. Und die haben jetzt hier die 212. Aufklärungsdivision. Ich muss sagen, die 212. so ein bisschen dunkelrot gefällt mir doch besser, muss ich sagen. Wo ist der denn gewesen? Ich werde mal die Skins so ein bisschen abwechselnd zocken. Natürlich auch meine Meinung sagen. Also eigentlich kann ich euch jetzt meine Meinung schon zu den zwei Skins sagen. Weil diese zwei Skins, also die 212. gefällt mir mehr, obwohl... Na moin. Der hat Solo und Rüdiger weggehauen. Sehr schön. Soll ich nehmen? Ja, für die Punkte, komm. Werde ich natürlich hart auf der Karte angezeigt. Beschütze es da. Es bringt es nichts, die Gegner zu flankieren, weil ich angezeigt werde. Aber vielleicht kann ich von hier aus feuern. Wenn es schnell geht. Ja, ich habe es tatsächlich geschafft. Granate habe ich noch nicht. Jetzt. Jawohl! So muss es laufen. Okay, auf den MTT können wir nicht mehr schießen. Da kommt jetzt Reavers. Doch, Leute, Anakin Skywalker ist doch am Start mit der Angriffsklasse. Die Punkte geschafft und jetzt hier Annie. Ich bin aber nicht der einzige Hero. Also vielleicht ist der zweite gestorben, der Anakin war. Jetzt konnte ich auch Anakin nehmen. Das ist auch eine sehr gute Änderung, die vor Monaten kam. Nämlich, wenn ein Hero stirbt, kann man den, der gestorben ist, sofort wieder wählen. Da muss man immer eine Minute oder sowas warten. Den konnte man noch nicht sofort nehmen. Okay, Palpatine ist da. Zwei gegnerische Heroes sind am Start. Also gegen Palpatine habe ich wirklich nichts. Wenn er kommen will... Oh, lol. Voll daneben. Wenn er kommen will, kann er gerne kommen. Ich habe nicht die richtigen Stärkekarten für Anakin ausgerüstet. Das ist hier noch mein hier Hauptaccount, mit dem ich lange nicht mehr gespielt habe. Mit dem Community-Account. Manchmal Community-Zocken. Zocke mit euch. Ah, die laufen anscheinend zusammen rum. So, aufpassen. Ja, die werden mich zusammen attackieren. Das heißt... Zurückziehen wird nicht viel bringen. Wahrscheinlich werde ich jetzt sterben, weil die zusammen auf mich gehen. Ja, das wird nicht funktionieren. Leider. Ja, ha. Mega schnell, Grievous. Na gut, um mein heftiges Gameplay abzuliefern, wird nichts. Das wird nichts, weil die gegnerischen Helden zusammen rumlaufen. Ja, das kann ich vergessen. Wenn ich jetzt privat spielen würde, würde ich auch gegen die was unternehmen, dass wir noch eine Chance haben mit unserem Team, aber... Für das Video möchte ich jetzt gerne die Skins zeigen. Skins habe ich jetzt nur auf die Angriffsklasse geholt. Ja. Ich muss sagen, wie gesagt, 212. Aufklärungsdivision gefällt mir mehr. General Skywalker Skin, was wir hier vorhin gesehen haben, das gefällt mir auch sehr gut. Es wurde auch von vielen gewünscht. Oh, da ist Palpatine alleine. Das gibt's ja nicht. Der traut sich was. Alleine. Ah, hat da ziemlich viel Cojones da. Da kommt der Palpatine alleine einfach. Also, dass er sein Grievous nicht mitnimmt. Grievous ist tot. Okay. Schade, dass es jetzt mal Anakin gekostet hatte vorhin. Mit zwei gegnerischen Heroes sollte man lieber die Flucht ergreifen. Auch wenn da mehr viele gegnerische Spieler am Start sind, sollte man da auch nicht reinlaufen. Und die waren hinter mir. Habe ich gar nicht gesehen. Was ist ein Druidiker? Mehrere Druidiker. Direkt umgedreht. Ich hätte eine Chance. Wenn da nicht mehrere wären. Und hier ist irgendwer, glaube ich. Ich höre wieder irgendjemanden. Ich höre wieder jemanden. Das sind so viele Gegner. Das wird mein Tod sein. Okay, schnell abhauen, ja.
Oh, oh. Ah, das war klar. Tja, das war absolut klar. Ich will gleich mal auch den Skin nochmal wechseln. 41. nochmal nehmen. Spee-Bataillon. Vielleicht nehmen wir mal aber den Script und schießen mal auf das MTT drauf. Obwohl das sowieso nichts mehr bringt, weil über 50 Tickets wird dann wieder hochgerechnet auf 100. In der nächsten Phase. Es wird also nicht viel bringen. Okay, ich kann schon drauf schießen. Ich sag, ich muss noch weiter vor. Schnell, schnell. Fahrzeug blockiert gerade. Vielleicht von oben. Jawohl, hat noch funktioniert. Also, ich habe da Glück. Eigentlich habe ich da mal Pech, bevor ich abgeschossen werde. Oh, Drudika ist da. Ja, aufpassen. Ah, der haut ab. Der haut ab. Okay. Der könnte abhauen und der nächste kommen. Rollentausch quasi. Rollentausch, ey. So, also das muss jetzt auch mit dem Imperator jetzt mal enden, ja? Oh, der wird natürlich bewacht. Oh mein Gott, Leute, ganz spontan testen wir auch den neuen Luke Skywalker. Wenn wir es dürfen. Also jetzt muss ich ja auf Kills gehen, auf Gameplay hier. Mit Luke den ein bisschen testen. Der läuft im Hoth-Outfit rum. Das tut mir natürlich leid. Das habe ich noch nicht geändert. Den Account habe ich schon lange nicht mehr gespielt. Ich war mir gar nicht bewusst, dass er hier dieses Outfit hier noch hatte. Aber naja, ich hoffe, euch stört es nicht. Ihn wird es wahrscheinlich stören, weil in der Abenddämmerung hier auf Naboo, auf Theed ist es nicht so kalt. Da wächst und gedeiht alles, aber nichtsdestotrotz, Leute, es geht ja hier um Kills und das ist Luke wahrscheinlich dann egal, wie heiß es ist. Wir haben es. Oh, Palpatine wurde besiegt. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Das war's für ihn. Die Tage sind von ihm gezählt. Schauen wir uns das mal gleich mal hier in der Nähe an, wenn ich die Chance habe. Also, Luke Skywalker wurde verbessert. Wer es noch nicht mitbekommen hat im letzten Update, also im Juni-Update, wurde... Oh, moin. Ja, moin. Das bringt den Rüdiger gar nichts. Machtschub, also... Oh, Stinger-Pistole, das wird... Also, das kann man vergessen, Luke zu testen. Ich glaube, ich werde das ganz gechillt und anders machen. Weil es ist mir auch aufgefallen... Ja, genau, das meinte ich auch gerade. Ist mir auch aufgefallen, Leute, das Dinger-Problem wie immer eigentlich schon, das ist ja ganz klar. Bloß, jetzt benutzen es mehrere Leute auf einmal, das heißt, du bekommst doppelten Schaden. Und das ist natürlich die doppelte Effektivität gegenüber Helden und ziemlich stark. Das ist das größte Problem, was Star Wars Battlefront 2 eigentlich hat, meiner Meinung nach. Und... gefällt vielen nicht. Also ich glaube, keiner, der die Stinger-Pistole abbekommt, der sagt, ja, man, Stinger-Pistole abbekommen, das macht Spaß. Fühle ich mich herausgefordert. Nee, das ist ein unangenehmes Gefühl. Und ein unangenehmes Gefühl jetzt auch für die Gegner. Oh mein Gott, das war ein Multikill. Und ich habe mein ganzes Leben regeneriert durch den Multikill, durch die ganzen Kills, die ich hier gemacht habe. Sehr schön. Ja, wir haben die Stinger-Leute... Eine Sekunde nicht auf mich geachtet. Ist natürlich sehr gut gewesen für mich. Ja, sind da wieder ein paar Gegner. Ah, jetzt werde ich von hinten attackiert. Das wird so nichts von hinten. Ja, das ist natürlich der blödeste Zeitpunkt gewesen, dass genau jemand hinter mir war, wo ich genau reinlaufe in den Gang. Kommt genau eine halbe Sekunde später genau ein Gegner hinter mir. Der hat natürlich Schaden gemacht. Der Droidiker hat sich umgedreht. Oder hat einfach nur geschossen und Rest gegeben. Sag mal, ist meine Granate abgeprallt? An den Druidiker, an sein Schild? Ich dachte, das soll das Schild zerstören. Das ist eine Ion-Granate, verdammt. Das müsste mal einer zurückspulen auf 0,25 Geschwindigkeit. Und das mal sehen und mir mal erklären, was da gerade passiert ist. Oh, würde mich mal interessieren. Na gut, jetzt müssen wir warten. Ja, Leute, mein Endfazit zu den Skins kann ich jetzt schon mal sagen. Ich würde das ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Würde mich mal mega interessieren, was ihr dazu sagt. Also, habe ich eigentlich den Skin jetzt nochmal gewechselt? Ne, habe ich nicht. Muss gleich mal machen, ne? Direkt vergessen, wo ich Skywalker genommen habe. Also, die 212. Aufklärungsdivision gefällt mir am besten. Dann würde ich sagen, die Spee, das Spee-Bataillon, die 41. Und dann General Skywalker, obwohl man eigentlich das nicht in einen Topf werfen sollte, finde ich, die Helden-Skins und die Schurken-Skins. Es gibt wesentlich bessere Skins und das heißt nicht, dass der General Skywalker-Skin mir nicht gefällt, sondern ich finde den gut, aber ich, wenn man den vergleicht mit den allen anderen Helden- und Schurken-Skins, finde ich den halt, finde ich die anderen Skins ein bisschen besser. Aber es war auch zu erwarten, also der Skin...
Den konnte man ja nicht anders machen oder besser machen. Also eigentlich so perfekt, wie er ist. So wie er ist eigentlich perfekt, aber halt nur. Oh, das war's für mich. Jetzt kann ich den Skin wechseln. Jetzt mal 41. Spee-Bataillon. Ja, also, wie gesagt, also ich finde halt, den konnte man nicht anders machen. Der war so schon zu erwarten. Der sieht natürlich schick aus, der sieht geil aus. Und ich finde den halt richtig gut. Aber der Gewinner für mich, also Skin-Gewinner. Ja, moin! Gewinner ist für mich aber 212. Aufklärungsdivision. Dann 41. So wie ihr es seht, Leute, ist auch richtig cool. Ist natürlich für Kashyyyk perfekt. Für Naboo irgendwie komisch. Unpassend? Nö, ich finde gar nicht. Aber halt natürlich. Oh. Tja, es wäre kein Gameplay von mir, wenn nicht die komischen Tode dabei wären. Wenn ich mal in die Granate reinlaufe, die aus dem Nichts kommt. Dann wäre es nicht einfach mein Original-Gameplay. So, weißt du was? Ich spiele mal gleich mal defensiv. Das ist mir ein bisschen gerade egal. Ich weiß nicht, ob die Heroes reinlaufen wollen. Ich weiß nicht, wie es aussieht, aber wir sind am Verlieren. Ich kann da jetzt auch nicht viel dran ändern. Werde ich jetzt auch nicht riskieren. Weil das ist einfach nur in den Tod reinlaufen jetzt. Na gut, ich mache es jetzt einfach trotzdem. Da ist Darth Maul. Also absolut genial, die Skins. Also gut gelungen. Das Juni-Update gefällt mir jetzt schon richtig gut. Da sind noch ein paar Sachen, die ich noch testen werde. Oh. Hier nochmal kurz rein, ja. Jetzt sind wir doch am Zurückschlagen. 46 Tickets, es wird aber zu hart zu verteidigen sein. Aber ja, lass uns mal versuchen. Lasst uns mal versuchen, das zu schaffen. Zwei Leute, zwei Gegner nehmen ein. Das ist ein Ruidika. Nee, das wird... Was? Wieder eine Granate? Das ist doch nicht dein Ernst. Ja, zum Abschluss holen wir nochmal den General Skywalker raus, der jetzt nur ein bisschen rumlaufen kann. Nur ein bisschen nach vorne rumlaufen kann. Das war's. Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Die Skins sind am Start. Welcher Skin gefällt euch am besten? Welcher Skin gefällt euch nicht? Was sind da eure Favoriten? Welcher Skin ist euer Gewinner? Ich bin auf jeden Fall raus. Schreibt das mal in die Kommentare. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, Leute. Macht's gut rein. Könnt ihr bewerten, nicht vergessen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.